Bevor wir ins Gespräch kommen, lasse ich frecherweise, um uns auf Benjamin und Precht einzulassen, jemanden anders erstmal für uns sprechen, nämlich Asia Latsis. Die kannte die beiden ganz gut, Benjamin und Precht, und die beschreibt uns, wie es dazu kam, dass Precht und Benjamin sich überhaupt kennenlernten. Ich habe Benjamin immer von Precht erzählt. Er bat mich, ihn mit Precht bekannt zu machen. In Pension von Voss auf der Meyer-Otto-Straße, wo ich wohnte, habe ich Benjamin und Precht eingeladen. Sie haben sich gewissermaßen befreundet, wenn auch ganz verschiedene Tendenzen in den Kunst hatten. Ja, Asia Latsis, die wir gerade gehört haben, es war eine lettische Kommunistin, Theaterkritikerin, auch Pädagogin, und machte Benjamin und Precht also miteinander bekannt. Und sie spricht hier auch schon die Unterschiedlichkeit hinsichtlich ihrer jeweiligen Auffassung von Kunst an. Auf diese Unterschiede werden wir im Laufe des Gesprächs sicherlich noch stoßen. Zunächst, Herr Witzisler, geben Sie uns bitte doch einen einführenden Einblick oder Überblick, will ich es mal nennen. Wann und wie wurden Benjamin und Precht denn miteinander vertraut? Also welchen Zeitraum gucken wir uns an, wenn wir Benjamin und Precht und ihre Beziehung betrachten? Mir ist jetzt beim Hören dieser Stelle das Wort gewissermaßen aufgefallen. Sie haben sich gewissermaßen befreundet. Das scheint mir charakteristisch zu sein für das, was wir auch zeigen wollen. Es ist eine Freundschaft, die 1929 beginnt. Wir reden über 10 Jahre. Vom Mai 1929 bis zu Benjamins Tod. Das ist im September 1940. Also etwas mehr als 10 Jahre, aber im letzten Jahr, und das gehört auch schon dazu, ist die Beziehung irgendwie so ein bisschen abgerissen, erkaltet. Zumindest ist das, was wir haben, spricht eher dafür, dass da nicht so wahnsinnig viel waren. Und muss man sich deutlich machen, dass die im Exil sind. Benjamin auf der Flucht von Paris nach Südfrankreich, das Precht mit Familie und Freundinnen von Dänemark nach Schweden und weiter nach Finnland ziehen muss, um dann über die Sowjetunion in die USA zu kommen. Die haben sich eigentlich, hätten sie sich nach dem, was Asia Latsis erzählt hat, schon 1924 kennenlernen können. Da gab es auch diese Begegnung, von der Asia Latsis spricht. Aber dies gewissermaßen hat sicher damit zu tun, dass es ganz zögernd losging. Ja, wenn wir jetzt eine Freundschaft oder eine zwischenmenschliche Beziehung angucken, dann gucken wir gerade nicht auf Benjamin und Precht als Kunst-Kultur-schaffende Kritikerin, sondern auch die Ausstellung der Akademie der Künste und auch das Buch, das begleitend herausgegeben wird, also Benjamin und Precht, Denken in Extrem, das rückt die Beziehung, die Freundschaft dieser beiden ins Zentrum. Und in dem Zusammenhang ist sehr interessant, um was für Typen sich da handelte. Was für Menschen waren das, Precht und Benjamin, wenn wir das jetzt mal so tatsächlich Charakter nennen wollen? Welche Typen trafen da aufeinander? Naja, man hat ja manchmal das Gefühl, dass Precht so eher der Macher ist. Also der ist der Erfinder. Episches Theater, auf so eine Idee muss man ja erst mal kommen. Und er hat das dann auch so knallhart durchgezogen. Und Benjamin ist, das Erste, was man bei Benjamin denkt, ist ja vielleicht das Subtile, das Differenzierte, aber auch, dass er ein Kommentator ist. Er hat ja ganz viel zu anderen Autoren gearbeitet, Goethe, Baudelaire und dann eben verstärkt Precht, Kafka natürlich. Und ich glaube, in dieser Situation, dass Precht der Erste ist, der vorangeht, egal was es kostet, und auch nicht fragt, wie die anderen das finden. Und Benjamin, ich will nicht sagen, hinterhergeht, das wäre, würde, glaube ich, die Beziehung nicht richtig charakterisieren, aber sehr darauf achtet, wie andere reagieren und erstmal guckt und eben den Precht beobachtet und dann das genau macht, was in dem Moment noch dazu passt. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Precht, der forsche, auch laute, auch aggressive manchmal, Benjamin der Vorsichtige, aber auch der ist auch so ein bisschen zu, der ist auch verschlossen und der hat auch eine unglaubliche Energie im Beharren auf seinem eigenen. Und das gibt eine unglaubliche, also psychologisch gesehen gibt es eine unglaubliche Spannung. Jetzt beschäftigten sich Benjamin und Precht ja
in gewisser Hinsicht mit ähnlichen Themen, wenn auch eben auf ganz unterschiedliche Weise. Und wir hören mal Elisabeth Hauptmann, die war ja zeitweise Brechts Freundin und arbeitete auch mit ihnen zusammen. Zum Beispiel schrieb sie an der Drei-Groschen-Oper mit. Und Elisabeth Hauptmann, die gab auch dann nach Brechts Tod 1956 seine Werke im Suhrkamp-Verlag heraus. Sie meinte zu diesen beiden, Brecht und Benjamin, Folgendes. Die Einwirkung, die gegenseitige Einwirkung war enorm. Und Benjamin als Partner für Brecht war mit das Beste, was es gab, nicht? Benjamin war damals echt fast überwältigt. Da kam aber vieles zusammen. Es kam beim Benjamin, der ja auf dem Wege zum Marxismus war, nicht? Das war ja nicht was Neues bei ihm, was er anfing. Aber auch so zum Beispiel die Entdeckung der Sowjetunion, der sowjetischen Literatur, der sowjetischen Theorie über bestimmte Sachen damals, nicht wahr? Darüber hat ja die Asia Lazis geschrieben. Was verband denn Brecht und Benjamin? Mit welchen Themen setzten die beiden sich auseinander? Also Elisabeth Hauptmann hat eben gerade gesagt, die waren, haben sich unglaublich beeinflusst oder befruchtet vielleicht auch, oder die Gedanken zumindest. Welche Diskussionen entspannen sich denn zwischen diesen beiden, Brecht und Benjamin? Naja, es fängt im Mai 1929 an. Das ist, glaube ich, kein Zufall. Wie gesagt, die kennen sich vorher schon fast 5 Jahre, treffen sich ab und an mal bei irgendwelchen Schriftstellervereinigungen oder nach Lesungen. Und da springt aber kein Funke über. Im Mai 1929, Alexander Kluge hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Winter 28-29 so ein unglaublich harter gewesen ist. Da soll in Berlin 3 Monate lang unter 30 Grad gewesen sein. Und dann kommt im Mai, was sicher auch eine, das ist ein typischer kluger Gedanke, dass man über Temperatur nachdenkt. Und dann kommt im Mai, am 1. Mai 1929, schießt die Polizei auf Demonstrierende und auch auf Unbeteiligte. Es werden ziemlich viele erschossen. Brecht sieht das in der Nähe der Volksbühne, steht er bei einem Freund auf dem Balkon und sieht das. Und der Freund, das ist Fritz Sternberg, der Soziologe, der beschreibt, wie das Brecht körperlich erfasst, wird ganz bleich. Und da passiert bei Brecht was. Er hat Erfolg vorher gehabt mit der Drei-Groschen-Oper und jetzt sieht er was, was ihn unmittelbar angeht und wo er meint, wir müssen was tun. Und da treffen die sich, wir wissen nicht wann und wie, zufällig vielleicht wieder. Und plötzlich merken die, wir können das nicht so laufen lassen. Und das ist im Übrigen auch das, was uns jetzt bei der Arbeit so ein bisschen in der Aktualität erfasst hat. Die sehen das Erstarken der Nazis, die sehen, wir als Künstler, Intellektuelle müssen was tun. Was tun wir denn? Was passiert denn, wenn es jetzt hier wirklich zu einer Revolution kommt? Welche Rolle haben wir da drin? Und was ist denn eigentlich in solchen Umständen Kunst? Also was machen wir? Dieses verstärkte Nachdenken, und zwar nicht als Nabelschau, sondern existenziell. Auch organisieren wir uns, wie kriegen wir hier eine größere Gruppe zusammen? Und dann machen die ein Zeitschriftenprojekt. Dann wird Benjamin zum Teil einbezogen in Brechts Arbeit. Und die bis 33 ist eine ganz intensive Art, sich mit der Welt und der Zeit auseinanderzusetzen. Und das machen sie, und das machen sie eben als Künstler über ihre Medien. Sie haben das vorhin mit dem Radio gehabt. Also das ist ja ein Feld, auf dem die sich bewegen. Aber es ist auch das, um Sowjetunion nochmal aufzugreifen, es ist auch die Vermittlung von Kunst aus der Sowjetunion, also Tretjakow, der operierende Schriftsteller. Den kennen beide, und den in Deutschland bekannt zu machen, das, was der dort macht, dieses in die Produktion gehen und als Schriftsteller, also nicht einfach mal arbeiten und so ein bisschen Erfahrung haben, sondern reflektieren auch den Unterschied. Und das ist was die unmittelbar angeht und worüber die beide dann auch schreiben und offenbar sehr, sehr lange auch reden. Ja, und vor allem die Frage dann nach der adäquaten Form dieser Wissens- oder Inhaltsvermittlung, nicht wahr, ist ein Thema, was sie länger beschäftigt. Also sie haben gerade gesagt, beide waren auch Rundfunkmachende, wobei eben Bertolt Brecht mit seinem epischen Theater eine andere Stoßrichtung oder
vielleicht einfach eine andere Form wählte, sozusagen als Walter Benjamin, der ja im Rundfunk ganz große Potenziale sah. Und wir hören mal Esther Leslie, die war in einem Gespräch mit meinem Kollegen Lukas über Walter Benjamin, und wir hören mal ganz kurz rein, was die beobachtet in der Beziehung zwischen Benjamin und Precht. Die haben sich halt füreinander interessiert. Es ist komisch in einem gewissen Sinn, in dem Benjamin viel lieber über den Film geschrieben hätte als über Theater. Für ihn war Theater ein, ja, nicht eine vergangene Form, aber nicht nötigerweise eine Form der Zukunft. Ja, die Form der Zukunft, die Form, die die Menschen in irgendeiner Form aktivieren soll, und zwar in dem Maße aktivieren, dass der sowas unmöglich wird, wie es dann tatsächlich 1933 sich ereignete, nämlich, dass Deutschland ein totalitärer Staat wird. Esther Leslie, die beschrieb eben gerade die unterschiedlichen Sichtweisen auf Genres, die Genres Theater und Film zumindest, ja, riss sie die an, während Benjamin sich also vornehmlich mit dem Film als Medium der Zukunft betrachtete, arbeitete, wie wir wissen, Precht vor allem im Theaterbereich. Herr Witzisler, wie sehen Sie das? Also können Sie uns was sagen zu den Diskussionen zwischen Precht und Benjamin, was diese Form Theater versus Film angeht? Also gab es da Überschneidungen oder wichtige Punkte, die wir betrachten sollten, wenn es um die Frage der Form von Wissensvermittlung oder Anstoß emanzipatorischer Prozesse, was auch immer, geht, zwischen Precht und Benjamin? Naja, es gibt einen ganz entscheidenden Moment, wo die beiden Gebiete sich treffen. Das zeigen wir auch in der Ausstellung. 1931 gibt es eine Inszenierung von Brechts Stück Mannes Mann am Staatlichen Schauspielhaus in Berlin. Und die Kritiken sind unbefriedigend für Brecht. Er sagt, zum ersten Mal sei es in dieser Inszenierung gelungen, episches Theater so fortzuführen, wie er sich das vorstellt. Das ist eine unglaublich witzige Inszenierung mit Stelzen und großen Kostümen und so Pagoden und Elefanten. Eine starke Verfremdung. Man hat das Gefühl, wenn man das heute sieht, dass das auch was sehr Gegenwärtiges hat. Wir haben in der Ausstellung einen kleinen Film, und den lässt Brecht machen, um den Kritikern vorführen zu können, was er beabsichtigt hat mit diesem Theater. Und Benjamin schreibt über genau diese Inszenierung, schreibt den ersten großen Aufsatz mit dem Titel »Was ist das epische Theater?« Da kommt er dann auch wieder zum Theater. Also mit Brecht ist das Theater für ihn auch gegenwärtig, weil es philosophisch ist, weil es eingreifend ist. Und er entwickelt so ein paar Kriterien, die für die nachfolgende Sicht auf Brecht auch ganz entscheidend bleiben. Also die Unterbrechung ist wichtig. Die Aufhebung von Zuschauer und Agierenden. Die Geste als Mittel der Unterbrechung. Und also da kommen, glaube ich, das, was Benjamin im Film modern und zeitgemäß findet, entdeckt er dann auch bei Brecht. Ja, Sie haben schon angesprochen, Brecht und Benjamin als kritische Geister ihrer Zeit, die eben auch sehr darum bemüht waren, nicht nur das zu reflektieren, sich Gedanken drüber zu machen, vielleicht auch für einen kleinen Kreis etwas zu schreiben, sondern eben viele Menschen anzusprechen und deren Position in der Gesellschaft und den Gang der Dinge zu besprechen, zu kritisieren. Gleich werden wir weitersprechen und darauf blicken, welche Auffassungen von Geschichte diese beiden Denker hatten. Dieses Thema, das leitet für uns aber im Folgenden Laurie Anderson ein, die Walter Benjamin ein Stück widmete mit dem Titel The Dream Before. Ich würde mir die Frage stellen, gibt es etwas, was unerledigt im 20. Jahrhundert ist, das wir im 21. erinnern müssen, um das 21. zu begreifen? Das ist ja Benjamins Vorgehen. Er geht ja davon aus, dieses 19. Jahrhundert ist viel zu schnell vergessen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist sozusagen alles demoliert, es kommen die neuen Techniken, Medien und was weiß ich. Und nicht zufällig Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Sternberger, Panorama oder das 19. Jahrhundert, Benjamin mit der Passagenarbeit, fangen kritische Intellektuelle an zu überlegen, da war doch noch was, das 19. Jahrhundert. Ruinenkunde, ja. Spiegel zur Gegenwart. Da gab es eine Bourgeoisie, die es heute nicht mehr gibt. Da gibt es ein Proletariat, was es heute nicht mehr gibt. Da müssen wir erst mal anfangen, aufmerksam zu werden.
Ja, Herr Witzisler, mit dem ich spreche, wir haben eben ein Lied gehört, das von Laurie Anderson eingesungen wurde, The Dream Before, das spricht Benjamins Geschichtsauffassung an und gerade eben kam auch Burkhard Lindner noch zu Wort im Gespräch mit Alexander Kluge, redete der auch über Benjamins Auffassung von Geschichte. Wenn wir jetzt auf beide, also auf Benjamin und auf Bertolt Brecht blicken, wo treffen sich denn Ihre Auffassungen? Also Sie haben schon vor dem Song beschrieben, dass die beide in den 20er Jahren ein Stück weit wahrnehmen, dass es Not am Mann ist, dass es tatsächlich ziemlich brenzlig wird und dass es wichtig ist, also das beschreibt nicht zuletzt dieser prominente Kunstwerkaufsatz von Benjamin, es gilt eben ja, die Kulturarbeit von links zu befördern, um den Faschisten und ihre Deutung von Kultur sozusagen auch entgegenzuarbeiten. Wo in der Beziehung zwischen Benjamin und Brecht lassen sich Stellen erkennen, wo gibt es Auseinandersetzungen über Geschichte und wie sehen die aus, die zwei unterschiedlichen Herangehensweisen oder sind sie so unterschiedlich? Ich glaube, die sind gar nicht so unterschiedlich, was Geschichte angeht. Man kann es auf den Gedanken eigentlich bringen, dass es dass Geschichte immer von Herrschenden geschrieben wird. Das ist ein zentraler Gedanke in Benjamin, vor allem in Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte, dass die Unterdrückten nicht vorkommen. Und das haben wir bei Brecht an verschiedenen Stellen. Es gibt das Cäsar-Roman-Fragment, wo das alte Rom erzählt wird aus der Perspektive der Sklaven und der Diener. Und plötzlich das anders aussieht. Und wir haben das Gedicht, wer baute das siebentorige Theben? Also wo Brecht fragt, war da nicht auch ein Koch dabei? Das ist inzwischen für uns heute eine ziemlich gängige Perspektive, würde ich sagen, dass wir fragen, wo sind eigentlich die keine Stimme haben? Wie schaffen wir das, deren Überlieferung zu finden? Die ist ja nicht da, weil Überlieferung ist, es wird im Triumphzug der Herrschenden, sagt Benjamin, das, was da mitgeführt wird, ist samt und sonders von einer Abkunft, von der man sich mit Grauen abwenden muss, das, was wir Kulturgüter nennen. Also einfach dieses Geschichte gegen den Strich bürsten, sagt Benjamin. Ich glaube, das machen sie beide. Und eben jetzt bei dem Lied von Laurie Anderson fiel mir auch auf, dass die Perspektive, glaube ich, eine ähnliche ist. Also der Engel, der möchte wohl verweilen und das Zerschlagene zusammenführen. Ich glaube, das ist was auch beide für sich in Anspruch genommen hätten, dass sie einen Rettungsauftrag haben und zwar jetzt gar nicht in so einem pathetischen Sinn. Der hat durchaus auch eine destruktive Kraft, denn wer was retten will, muss erstmal das Falsche beiseite schaffen. Und er hat eine konstruktive Kraft, er hat eine artistische Aufgabe, also artistisch im Sinne von hier ist Kunst nötig, wie Brecht das sagt. Und da haben die beide ein Riesenprojekt. Und das sind zwei sehr verschiedene Projekte, könnte man auch sagen. Aber es gibt eine Schnittmenge, wo sie sich treffen. Und das ist das, was uns in der Ausstellung interessiert. Die Schnittmenge von Bert Brecht und Walter Benjamin, ja, hinsichtlich ihres Denkens, ihres Schaffens, auch ihrer kulturellen Praxis. Nichtsdestotrotz würde ich gerne noch ein bisschen auf eine Möglichkeit, Geschichte anders zu denken und auch in eine andere Praxis zu überführen, ansprechen. Jetzt kommt eine ganz große Vokabel, die zumindest Bert Brecht auch oft tatsächlich so ausgesprochen hat, nämlich ich würde gerne in den nächsten Minuten über den Kommunismus reden. Ich weiß von Benjamin, dass er sich dem relativ abstrakt, will ich mal sagen, angenähert hat. Also ich meine mich zu erinnern, dass eben dieser Kunstwerkaufsatz zum Beispiel antwortet mit, dem Faschismus antwortet, im Vorwort der Kommunismus mit einer Politisierung der Kunst. Und das ist eben Kommunismus. Es ist was dem Faschismus entgegnet, das ist nicht eine Arbeiterpartei oder bestimmte Gruppen oder Zirkel, die jetzt Benjamin unter dem Wort Kommunismus fasst. Ja, und Bert Brecht, der schlägt andere Töne an. Wir hören mal hier Bertolt Brecht rein, zitiert von Ernst Busch, mit der Frage, was ist eigentlich gegen den Kommunismus einzuwenden? Was spricht eigentlich gegen den Kommunismus? Er ist vernünftig, jeder versteht ihn, er ist leicht, du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen, er ist gut für dich.
erkundige dich nach ihm. Die Dummköpfe nennen ihn dumm und die Schmutzigen nennen ihn schmutzig. Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit. Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen. Wir aber wissen, er ist das Ende der Verbrechen. Er ist keine Tollheit, sondern das Ende der Tollheit. Er ist nicht das Chaos, sondern die Ordnung. Er ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Ja, das Einfache, was schwer zu machen ist, der Kommunismus, das meint Bertolt Brecht. Und wir sprechen hier im Morgenmagazin mit Herrn Witzisler, dem Leiter der Ausstellung, die am Donnerstag ihre Türen öffnet, über Benjamin und Brecht. Herr Witzisler, das, was wir eben gehört haben, Bertolt Brechts Frage, was ist eigentlich gegen den Kommunismus einzuwenden, hätte das Benjamin so unterschrieben, beziehungsweise in dieser Form irgendwie für, wie soll man das nennen, aufklärerisch vielleicht befunden? Und was wissen wir über die Diskussionen oder den Austausch von Bertolt Brecht und Benjamin hinsichtlich dieses in dieser Zeit, Ende der 20er Jahre, doch alternativen Konzepts des Kommunismus? Die sind in der Zeit, als sie sich kennenlernen, beide unglaublich nah dran. Und zwar auch Benjamin hat durchaus eine praktische Berührung mit dem Kommunismus. Das läuft über Assia Lazis, die wir vorhin schon gehört haben. Er fährt ja Ende 1926 nach Moskau und bleibt dort 7 Wochen und sieht, was Kommunismus sein kann. Er erwägt sogar in der Zeit, in die Partei einzutreten. Er sieht allerdings auch, dass er damit seine Unabhängigkeit verlieren würde und macht das dann nicht. Brecht hat das auch wahrscheinlich noch nicht mal erwogen, das weiß man nicht so ganz genau. Aber sie sind beide überzeugt davon, dass das was Richtiges und Notwendiges ist. Und Benjamin notiert einen Satz von Brecht, der Kommunismus ist das Mittlere. Den sieht man auch in der Ausstellung ziemlich prominent. Ist das Mittlere, das ist ja eigentlich eine Provokation. Normalerweise gilt er ja als das Äußerste oder als das Extreme, wie unser Untertitel heißt Denken in Extrem, und ihn als das Mittlere zu bezeichnen, das ist ja nah an dem, was wir gerade in dem Lied gehört haben. Er ist vernünftig. Also das ist das, was nahe liegt. Ich meine, ich nehme an, dass Brecht dieses Lied so nach 45 oder zum Ende seines Lebens 1956 nicht mehr geschrieben hätte, weil er auch wusste, dass diese Erklärung, er ist nicht das Chaos, dass das auch eine gewissermaßen fromme Formulierung ist, eine naive Formulierung. Aber 1932, wo das entsteht, ist es natürlich eine Ansage und eine mit Macht vorgetragene Behauptung und eine absolute Überzeugung. Ja, die Beziehung von Brecht und Benjamin, die beurteilten einige vielleicht eben auch aufgrund dieser Nähe zum Kommunismus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einige von Benjamins Bekannten, so wie mir bekannt ist, kritisch. Wir hören eine Aufnahme von Elisabeth Hauptmann, die das ein weiteres Mal unterstreicht. Adorno hat ja irgendwie sehr oft durchblicken lassen, als habe Brecht den Benjamin vergewaltigt. Ja. Wahr ist, dass der Brecht auf Benjamin einen großen Eindruck gemacht hatte, aber das über durch seine Gesamthaltung, nicht wahr? Brecht hat nichts zurückgehalten, es war so ein lockeres Arbeiten mit ihm, das war Benjamin, glaube ich, nicht gewöhnt gewesen bis dahin. Das sind ganz schön starke Worte, die da Elisabeth Hauptmann in den Mund nimmt. Also Adorno meinte, Brecht hätte Benjamin sowas wie vergewaltigt. Können Sie, Herr Witzisler, das vielleicht ein bisschen ausführen? Also welche Einwände, welche Sorgen machten sich Adorno, aber auch Scholem, der ja mit Benjamin befreundet war? Also was sprach aus deren Sicht gegen diese Freundschaft oder Arbeitsbeziehung auch von Brecht und Benjamin? Naja, aus unterschiedlichen Gründen die Freunde Benjamins an ihrem Freund. Gershom Scholem ist in Palästina und will Benjamin eigentlich zu seinem Partner bei der Erforschung des Jüdischen, der Metaphysik machen. Der ist
an der Universität und wird später Professor für Judaistik. Und eigentlich sieht er in Benjamin einen Gesinnungs-, ich darf jetzt gar nicht Genossen sagen, also einen Gefährten wird es in einen Gefährten. Und in der Begegnung mit Brecht kommen eben diese radikalen, diese extrem politischen und auch diese kommunistischen Ansichten zum Vorschein. Die kommen natürlich nicht nur durch Brecht, aber in den Texten, die Benjamin über Brecht schreibt, haben die so einen Ort und werden vielleicht besonders deutlich. Und das gefällt Scholem nicht. Bei Adorno ist es ein bisschen anders. Da ist es eher die Frage, welchen Marxismus meinen wir? Das ist Adorno zu plump. Der ist ja auch links, zumindest vor 33, und setzt sich wie die anderen vom Institut für Sozialforschung mit dem Marxismus explizit auseinander, aber dem gefällt die Art von Benjamins Marxismus nicht. Das ist ihm nicht differenziert genug, nicht dialektisch genug, und da macht er Brecht dafür verantwortlich. Manchmal hat man das Gefühl, es ist eine Frage von Eifersucht. Auch Hans Bloch oder Siegfried Krakauer gehören zu denen, die spotten oder die sich wegwerfend über diese Beziehung äußern. Aber es ist natürlich nicht nur Eifersucht. Auf der anderen Seite ist es von heute betrachtet, mit diesem Abstand, sind ja die Unterschiede sehr gering. Und es ist vielleicht so, wie wir alle kennen, im Freundeskreis oder auch mit Kolleginnen und Kollegen, dass man sich erbittert um irgendwas streitet und ein halbes Jahr später gar nicht mehr genau sagen kann, wo eigentlich die Differenz war. Ja, während Brecht rechtzeitig aus Deutschland und Europa fliehen konnte und in den Vereinigten Staaten den Nationalsozialismus überlebte, gelang das Benjamin nicht. Der hatte ja versucht, aus Frankreich rauszukommen. Lisa Fitgo hat ihn versucht oder begleitete ihn auch über die Pyrenäen, und auf spanischer Seite wurde er dann wieder zurückgewiesen und ihm wurde gesagt seitens der Behörden, er müsse wieder zurück ins besetzte Frankreich. Offenbar wollte oder konnte er diesen Weg nicht gehen und nahm sich am 26. September 1940 das Leben. Und wir hören kurz die Philosophin Lea Fink, mit der ich vor einigen Wochen anlässlich des Todestags von Benjamin gesprochen hatte. Ich würde gerne die Chance nutzen, zwei sehr wichtige Freunde von ihm, nämlich Arendt und Adorno, zu Wort kommen lassen, die, als sie von seinem Tod erfahren, jeweils an Scholem, der damals in Jerusalem unterrichtete, schrieben. Arendt hat am 17. Oktober 1940 an Scholem geschrieben: Walter Benjamin hat sich das Leben genommen am 26.09. an der spanischen Grenze Portbou. Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde. Adorno hat am 8. Oktober 1940 geschrieben: Walter Benjamin hat sich das Leben genommen. Er hatte in Marseille sein amerikanisches Visum erhalten, ein festes Appointment beim Institut, und alles war in Ordnung. Nur haben ihm die Franzosen, wie allen anderen, kein Ausreisevisum gegeben. Adorno endet den Brief damit, dass er schreibt: Ich bitte Sie inständig, mir zu schreiben. Ich weiß überhaupt nicht, wie es nach dem Tod von Walter weitergehen soll, und Nachricht von Ihnen wäre unendlich wichtig. Können Sie nicht wieder hierher kommen? Mit hierher meint er New York, das damalige Exil von Adorno. Ja, das meint Lea Fink zu Benjamins Tod und eben auch zu den Reaktionen seiner Freunde Adorno und Arendt, die Scholem schrieben, als sie von Benjamins Selbstmord erfuhren. Asja Latsis wiederum, die Brecht und Benjamin gewissermaßen, wie sie selbst sagte, bekannt machte, die erfuhr von Benjamins Tod viele Jahre später, und die Nachricht, die überbrachte ihr damals Brecht. Asja Latsis, sie schildert es folgendermaßen: Das letzte Mal in Moskau, 1955, sagte Brecht: Ich fragte ihn, wie ist denn Benjamin gestorben? Brecht sagte mir, dass Benjamin ist zugrunde gegangen wegen seiner Bibliothek. Er konnte von seinen Büchern nicht trennen. Aber hat mir nicht gesagt, dass er Selbstmord getan hat. Das habe ich erfahren nur jetzt in Berlin. Also, früher habe ich schon erzählt, wie Brecht war, wie sagt man, so taktvoll, oder er wollte mich schonen.
Asja Latsis eben, die schildert, dass Brecht von Benjamins Tod in 50er Jahren berichtete, allerdings dabei unter den Tisch fallen ließ, dass er sich das Leben nahm. Herr Witzisler, wie erklären Sie ja diese Art von Brechts Überlieferung oder der Botschaft, dass Benjamin nicht mehr lebt? Also vor allem, wie diese Aussage zu verstehen ist, frage ich mich, Benjamin habe sich nicht von seiner Bibliothek trennen können, in direktem Zusammenhang zu seinem Tod. Wie erklären Sie sich diese Brechtsche Ausführung? Ich glaube, es hat zwei Dimensionen. Das eine ist das, was Asja Latsis mit dem Wort taktvoll meint. Er wollte ihr vielleicht diese bittere Wahrheit ersparen, dass Benjamin durch eigene Hand gestorben ist. Und das andere ist in einem übertragenen Sinn, als eine Art Metapher, stimmt das ja. Wenn Benjamin sich früher hätte lösen können, wenn er Paris verlassen hätte zu einem Zeitpunkt, als die Gefahr bestand, dass die Wehrmacht einmarschiert, hätte er das vielleicht geschafft. Das ist jetzt ein bisschen schwierige Spekulation. Aber er hat ja Paris gebraucht, weil er an seinem großen Passagenwerk gearbeitet hat und er brauchte die Bibliothek Nationale als den einzigen Ort, wo all die Quellen und die Literatur und die Dokumente versammelt waren, die er zur Aufarbeitung des 19. Jahrhunderts gebraucht hat. Und in der Tat konnte er sich von Paris nicht trennen, von seinen Büchern, das ist schwer zu sagen. Und das Bittere an der ganzen Geschichte ist, dass seine Bücher nicht erhalten sind. Also auch da weiß man, die standen ja ein paar Jahre bei Brecht in Dänemark und dann sind sie nach Paris gebracht worden und seither verschollen. Wenn wir jetzt abschließend auf die Ausstellung blicken, die Sie mit auf den Weg gebracht haben und an der Umsetzung maßgeblich beteiligt sind, Benjamin und Brecht, Denken in Extrem ist der Titel und auch ein Buch mit demselben Titel begleitet diese Ausstellung und kommt diese Tage raus. Wie sind Sie an diese Ausstellung herangegangen und vielleicht auch im Hinblick auf die Zeit gleich die nächste Frage noch mit eingeflochten, nämlich wie sind Sie auf diesen Titel gekommen, beziehungsweise warum wählten Sie diese Begrifflichkeit der Extreme oder des Denkens in Extreme, um zu einer Auseinandersetzung mit Benjamin und Brecht und ihrer Beziehung einzuladen? Das erste Denken in Extrem ist, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Benjamin, als er zum ersten Mal nach Dänemark eingeladen wird, fragt ihn Gretel Karplus, die spätere Frau von Adorno, was willst du eigentlich bei diesem Brecht? Der hat doch einen schlechten Einfluss, also so ähnlich wie ihr Mann und wie Scholem, das haben wir gehört, schlechten Einfluss auf dich. Ich fand ihn immer ganz unklar in dem, was er macht. Was zieht dich dahin? Du musst doch dein eigenes verteidigen. Und dann antwortet er ihr, dir ist das vielleicht schon aufgefallen, dass mein Denken sich in extremen Positionen bewegt. Ich nehme manchmal eine Position ein, die meinem ursprünglichen Wollen entgegengesetzt ist und gewinne dadurch Freiheit. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, sagt Benjamin, aber mir verschafft das die Möglichkeit, das Denken zu erweitern. Und das ist der unmittelbare Grund dafür. Man sieht auch diese beiden Briefzitate prominent in der Ausstellung, dass wir das so nennen. Aber es ist damit natürlich mehr gemeint. Es ist die ganze Haltung gemeint, nämlich wirklich eine Offenheit des Denkens, die wir bei Benjamin und Brecht finden, eine Bereitschaft, sich mit einem Gegensatz, und sei er noch so extrem, auseinanderzusetzen, ohne das eigene dabei zu verlieren, aber auch ohne sich zu verschließen und zu sagen, das ist so anders, was soll mir das? Sondern die gehen aufeinander zu, obwohl es manchmal vollkommen unwahrscheinlich ist, dass die überhaupt was miteinander anfangen konnten, weil sie so unterschiedlich geprägt sind und auch Arbeitsmethoden sich völlig voneinander unterschieden. Und dann gibt es trotzdem diesen Punkt, wo sich das trifft. Und das ist möglich auf Grundlage einer großen Stärke des Ichs und einer
daraus erwachsenden Kommunikationsbereitschaft, auch einer Konfliktbereitschaft. Können Sie in wenigen Worten unseren Hörenden nochmal Lust machen, warum sollte man nach Berlin gehen die nächsten Monate und sich die Ausstellung Brecht und Benjamin Denken in Extrem zuführen? Was wird man da sehen oder was, denken Sie, könnte interessant sein und ein Besuch in Berlin lohnen? Berlin ist der einzige Ort, ich übertreibe nicht, an dem man Zeugnisse aus beiden Archiven sehen kann. Wir haben 16, wir nennen das Bruchstücke, 16 Kapitel uns ausgedacht, wo sich Dokumente aus dieser Freundschaft, Gegenstände oder Briefe, Manuskripte gezeigt werden, alle im Original, weil beide Archive in der Akademie der Künste sind, die das symbolisieren, ein Gedicht, was Brecht Benjamin nachruft, was zum ersten Mal dort zu sehen ist, das Schachbrett, an dem sie gespielt haben, eine kleine chinesische Reiterfigur, die Brecht möglicherweise zu dem Gedicht Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King inspiriert hat. Und dazu haben wir Künstler gebeten, ihren Blick darauf zu werfen. Wir haben einen Raum von Alexander Kluge, der sich unglaublich schön und mit dem Akzent auf die Aktualität dieser Fragestellung damit befasst hat. Wir haben eine Vitrine von Edmund de Waal, dem fantastischen Keramiker und Romanautor, der Hase mit den Bernsteinaugen. Der hat uns eine Vitrine gebaut nach einem Gedicht, das Brecht über Benjamin schreibt, als der gestorben ist. Wir haben einen Kriminalroman, den Benjamin und Brecht schreiben wollen, von einem Künstler ins Holz schneiden lassen. Und es gibt einen Comic, den man auch als Comic mitnehmen kann. Wir haben 10 fantastische, es wird eine Theateraufführung geben, wo Protokolle zwischen Benjamin und Brecht, als sie eine Zeitschrift gründen wollten, auf die Bühne kommen. Also es lohnt sich und es ist ganz viel. Und man wird danach, glaube ich, über Benjamin und Brecht anders denken.